Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Unreal 2 The Awakening mit Mr. Meyer, nee, Dr. Meyer, der uns jetzt erstmal zeigt, wie man richtig stirbt. Nein, aber ich... Was war das denn? Aber er zeigt uns jetzt, hä, was laber ich hier? Nein, wir dürfen gleich wieder Beschützer spielen, worauf ich gar keine Lust habe. Und mein Spiel läuft gerade auf ungefähr nur 20 FPS. Jetzt wieder 60. Was hast du getan? Na egal. So. Hier können wir uns scheinbar nochmal ordentlich aufhealen. Ne, können wir nicht. Hier ist gar nichts. Ich merke gerade, mein Mauspad ist irgendwie 50 Meter von mir weg. So. Gerade nicht auf dem Bildschirm geguckt und plötzlich ganz oben gewesen. Na gut, nochmal Quicksaven. Kann ja nicht schaden. Wie es immer. Immer wenn ich eine neue Aufnahme habe, dauert das Quicksaven erstmal länger. War lustig. Ach du Scheiße. Oh. Mach's doch nicht. Sie die nicht schneller abschießen? Hat der sich gerade selbst abgeschossen? Das sieht aus. Ja. Am liebsten würde ich die Folge jetzt einfach nochmal von vorne starten. Denn das, was ich hier gerade abgezogen habe, war der letzte Scheiß. Ich hab gerade... Okay. Nochmal ordentlich strecken hier. So, jetzt machen wir es nochmal richtig. Dauert der Ladescreen jetzt wieder länger, oder was? Naja, nee, nicht unbedingt. Ja, ja. Nein, 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 nein. Hört man das? Ich glaube schon. Gut, besser wir gehen da einfach jetzt mit der Schrotflinte rein und ballern denen so 6 Kugeln auf einmal in die Fresse. Das ist immer gut. Ne, ich weiß gar nicht, wie viele Kugeln hier rauskommen bei der Schrot. Ich glaube sogar mehr als 6. Naja, warum der Last Screen jetzt eigentlich wieder so lange? Der dauerte doch sonst in diesem Abschnitt nicht so lang. Wo ist meine Schrot? Da. Nochmal Quick Save, damit die Waffe nicht neu aussehen muss. So. Ja! Was? Ach witzig, da war auch einer. Wow. Ich glaube, so schnell ging das noch nie. Ich bin erstaunt. Scheiße. Soll ich vielleicht auch mit dem Raketenwerfer reingehen? Das ist vielleicht gar nicht blöd. Und jetzt geht's auf einmal wieder schneller. Ominös. Naja. Ich mag Gegner nicht. Okay, gehe ich da nochmal mit der. Mit dem Raketenwerfer rein. Komm schon! Alter! Das war ein Volltreffer. Arschloch. Ey, der... Folgen Sie mir. Ja, meine Schrotflinte. Der Typ ist so ein Arsch, ganz ehrlich. Soll lieber nochmal abspeichern. Verdammt, die Tür ist zu. Wir müssen nach draußen. Oh, und der Sound spackt wieder total ab. Wie wär's, wenn Sie ein bisschen was für Ihr Geld tun? Ey! Uah. Na toll. Wow. Können Sie die nicht zur Vernunft bringen? Wie der Sound fails Deluxe hier, ey. Müssen Sie so eine Sauerei machen? Ja. Du hättest ja auch tot sein können, du Arsch. Wir müssen raus. Ach ja. Was nützt uns das? Da drüben ist eine Wartungsvorrichtung. Über die kommt man aufs Dach. Kommen Sie mit? Sind Sie verrückt? Ich bin für sowas zu wertvoll. Räumen Sie den Weg frei. Rufen Sie mich, wenn es sicher ist. Wie bleiben wir in Verbindung? Wir benutzen meinen Kopfhörer. Mein lokales Netz können die nicht stören. Schade, geht nicht. Ich mag den wirklich nicht. Das ist echt wie so ein richtiges Arschloch einfach. Na gut, hier kämpfen wir auf engem Raum, deswegen... Flammenwerfer. Genau. Danach bitte... Langsam ungeduldig. Regen Sie sich ab. Oh, pst, das ist...
Wow. Fall mal runter. Wie diese Frauen. Man, wie einfach die Sounds fehlen. Sie können mir übrigens gerne helfen. Alter Schwede. Man, das geht mir vor auf die Nerven. Dass die einfach fehlen. Weil das ist nur, wenn ich Fraps anhab, dann habt. Also das spielt so eine Soundphase mitunter. So unnötig. Das tut mir auch ganz doll. Oh, schon tot. Das tut mir auch leid, aber ich kann dagegen leider nichts tun. Ich könnte halt. Keine Ahnung. Wie ich runtergefallen bin. Oh, da konnte ich. Du bist gerade irgendwie gegen so eine Kante gelaufen und wurde voll runtergeschossen. In der Hoffnung, dass jetzt nach dem Ladescreen die Sounds wieder da sind. Ja, es tut mir auch leid, aber ich kann dagegen nichts tun. Die sind dann einfach weg manchmal. Da müsste ich einen Fraps nochmal aus wieder anmachen, aber das ist immer blöd für mich mit der Audiospur und alles und es dauert dann eh nur 2 Sekunden, bis die wieder da sind. Fragt mich nicht. Ich habe das nicht erfunden. So, was mein... Da. Mein Rocket Launcher. Ja, witzig. Oh ja. Genau, jetzt muss ich nachladen, ne? Aber ich kann mich scheinbar nicht selber anzünden. Das ist schön zu wissen. Oh. Hallo. Schön aus der Entfernung. Warum dauert das so lange? Oh Mann, gehen Sie mir auf die Nerven. Hätte ich bloß die Marines gerufen. Sie sind wenige, sie sind stolz und sie sind nicht hier. Oh. Toll. Ja, richtig aufgepasst. Man ist auch dumm, man sieht die ja gar nicht, weil der Sound ja fehlt. Ja, ganz toll. Oh, ups. Scheiße. Schon längst kaputt. Hier klappt aber auch gar nichts, ey. Nein. Das ist mir sehr schön, wie das die einzige Waffe ist, die noch ein bisschen Geräusche macht. Ein Rendezvous oder was? Oh Mann, ey. So ein Arschloch. Guck mal, die schämt sich hier auch schon. Das ist wirklich eine Frau. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt. Kaum ist der Sound nicht da, kann ich auch echt nicht mehr... Wow! Reden! Aber so richtig in die Fresse. Ich arbeite hier draußen. Dämlicher Kommisskopf. Ich bin nicht taub. Und für Sie heißt es Marshall, dämlicher Kommisskopf. Ey, wenn er gleich kommt, würde ich ihm so gerne einfach eine Schrotze ins Gesicht ballern, ohne Witz. Ich spreche wieder so. Jetzt kommen sie schon wieder mit. Videospiele. Wurde auch Zeit. Ich komme. Videospiele machen böse und deswegen äußere ich hier so schreckliche Dinge. Nein, ich glaube, der kommt wirklich erstmal an. Ich hab dich für einen Gegner gehalten. Ja. Okay. Meinetwegen. Ihm ist das scheinbar scheißegal. Welche Waffe nehmen wir mal? Ja, komm, nehmen wir mal den Flammenwerfer. Da haben wir so viel Munition. Hör mal auf, hier lang zu kriechen, du Vollhorst. Wie herrlich. So, geht automatisch. Boah, dieser Sound, ne? Ich bin gerade durch den Boden gefallen, habt ihr es gesehen? Oh, jetzt kommt diese Kacke mit der Verteidigung. Oh.
Nachricht. Sie haben es geschafft. Die schlechte, wir können Ihr Schiff nicht rufen. Die Verbindung ist gestört. Moment mal. Wir haben noch einen Sender, der ist so alt, dass Sie nicht... Ach komm, ich leite es nicht nochmal neu. Und wieder so ein Scheiß hier, glaube ich. Die alle einsammeln? Oh ja, okay. So. Wie stehen wir die denn jetzt am besten auf? Alter, wie viel hier ist. Heftig. Na gut, das müssen wir jetzt eigentlich machen. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war zu sehr damit beschäftigt, dem Typen Schrotmunition ins Gesicht zu drücken. Da hinten ist was. Hallo? Wo ist denn der Typ hingegangen? Ich würde ganz gerne wissen, was er vorhat. Autogeschütz. Okay, was hat sogar ein kleines Fadenkreuz. Cool. Na, ah, da ist er hingegangen. Aha, hier ist er. Ich kann ihn in den Gang bringen, aber dann wissen die sofort, wo wir sind. Und danach brauche ich erst noch Zeit, um ihn einzustellen. Wir könnten einen Verteidigungswall aufbauen und ihnen dann das Okay geben. Das müsste gehen. Geben Sie mir Bescheid. Oh mein Gott. Voll unnötig, wie viel hier ist. Na gut, dann. Sollen wir erstmal was aufbauen. Also, wie viel haben wir davon? 9. Das heißt, nein, das war doof. Ganz an den Rand hier. Ich kann die da sogar reinstellen, richtig. Geht nicht. Noch wach da draußen. Kommen Sie zurück und geben Sie mir das Startzeichen. Mann, das ist voll schief. Hier kann man voll rein. Ne, kann man nicht. Na gut. Dann können wir das da auch so stehen lassen. Die können ja ruhig ganz weit auseinander sein eigentlich, oder? So, zack. Und da ganz hinten. Dann haben sie schon mal. Obwohl, da kommen die ja durch, ne? Ist idiotisch. Muss schon hier dran sein. Ne? Ich hoffe, die muss ich hier nicht nochmal postieren. Lieutenant Chavez. Meinetwegen. So. Die sind zu weit auseinander. Oh. Ernsthaft? Ach, die kommen doch rüber. Das dauert vielleicht. Ich will anfangen. Sei doch ruhig, Mann. Hier kommen wir nur noch vorbei. Das ist voll doof, dieses Ding ja hinzustellen. Glaubt ihr mir das? Kannst du echt vergessen gerade. Ja, toll. Oh! Ey, das geht voll scheiße. So wollte ich das. Ist doch gar nicht schwer, so. Kommst mit? Mit dir möchte ich gerne noch die anderen Türen hier verschließen. Genau, einen Hintereingang. Alle erstmal versperren. Damit die da auch nicht hinkommen. Geht, glaube ich, Sinn. Kommen die da durch? Ah, nee. Vielleicht springen die da auch rein und dann backen die da fest. Das wäre schön. Da haben wir noch 3. Wo kann ich noch hin tun? Am besten bei den anderen Eingängen. Nicht wahr? Wenn es noch... Wach da draußen.
Kommen Sie zurück und geben Sie mir das Startzeichen. Stimmt, wie soll ich gleich eigentlich reinkommen? Achso, ich kann die deaktivieren. Okay. Ich hab nichts gesagt. Vor der Tür dann noch. Genau. Finde ich ganz witzig, dass wir dann noch ein... Aha, es geht nicht. Die kommen nicht durch. Na, ich... Pass mir nochmal lieber ein bisschen weiter dahin. Ja, so nicht. Zack. So. Prüfen, kommen die hier durch? Ja. Verdammt, na dann. Zack. Fertig. Sonst noch was? Das dauert vielleicht. Ich will anfangen. So, jetzt haben wir das. Jetzt noch die Raketengeschütze. Wie viel haben wir von denen so? Ah. Raketengeschütz 1. Und 2 Autogeschütze. Das ist nicht so viel. Dann nehme ich den Raketenschutz hier am Main Entrance. Na, dass wir hier schön die hier dann, wenn die da reinkommen, schön abballern und die beiden Autogeschütze bei den anderen Eingängen. Das ist was, womit ich leben kann. So. Und dann sind wir, glaube ich, auch bereit. Zack. Achso, Raketen. Also Raketengeschütze sind die richtig dicken Dinger. Hahaha. Ha, ha. Gehen die automatisch wieder an irgendwann? Ja. Autogeschütze sind einfach die halt Munition verschießen. Ich verstehe. Und ich konnte gerade wieder kurz nicht laufen. Ich dachte, ich hätte das Problem mittlerweile nicht mehr. Meine Nase schwirrt so am Abspatteln. Na gut. Dann sind wir jetzt, glaube ich, bereit. Ziemlich genau. Jetzt. Haben wir, glaube ich, alles verlegt. Außer dieses eine Raketen. Kram, was wir eh nicht brauchen. Wir können das nochmal hier hinstellen. Einfach so. Weil wichtig. Oder kann ich das auch... Oh, was ist das Ding denn jetzt? Da. Kann ich aber ganz in die Ecke stellen. Der ist wieder zu weit weg. Aber zu weit weg. Ach, leck mich, die sind eh nicht so schlau, die kommen da schon nicht durch. So. Einfach nochmal. Ey! Oh! Hallöchen! So. Einfach damit es cool aussieht. So. Quick Save. Und es geht los. Kann ich mich von oben durchfallen lassen? Ist ein bisschen schneller. Nee, kann ich nicht. Na gut. Na dann. Nochmal Quick Save am besten. Und los. Endlich fertig? Yeses. Alles bereit. Los. Okay, los geht's. Und nochmal Quick Save. So. Womit gehen wir als erstes vor? Ich würde sagen, mit dem. Rocket Launcher. Okay, wir sind wieder coole Musik. Wie schnell sind die denn jetzt bitte hergekommen? Du. Bam! Bam! So. Ich finde das ja so scheiße von der Musik, dass die mal irgendwann so aufhört. Jetzt, Angriff! Okay. Ha! Achso, schade. Nein, ich muss nachladen. Alter, was ist hier für eine Überlebenskünstlerin gerade? Danke. Doch. Ich hab meinen Kollegen abgeschossen. Ich wollte sagen, kann ich mal wieder die Musik losgehen? Ich versuche mich zu konzentrieren.
Okay. Mal kurz die Ruhe nutzen. Alter, ich bin gleich tot. Gar nicht gesehen. Sehr schön, wie schnell sich das hier drin einfach auffüllt. Und sehr scheiße, wie die Musik aufhört. Boah, voll drüber. Welcher Glücksschuss. Oh. Achso. Ist einer von meinen. Ach Mist. Ein Leben! Boah. Game over! Gut, Freunde, der Part ist sowieso vorbei. Deswegen würde ich sagen, im nächsten Part versuchen wir es nochmal. Na, was heißt nochmal? Waren ja schon mal gar nicht so schlecht, ne? Aber da bin ich gerade vor eine Rakete gelaufen. Na gut. Freunde, ich verabschiede mich schon mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und in der nächsten Folge töten wir noch mehr Leute von Deandri oder Izanagi. Das wird lustig. Freunde, ich warte noch ganz kurz, bis der Screen wiederkommt. Ja, yeah, also Screen, der Bildschirm, das Spielen, ja, das Spielgeschehen. Und dann war es das für diesen Part. Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn der Bildschirm jetzt kommen würde. Ah, danke. Ciao.